Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Longjing. Ja, also ich habe mir mal den Screenshot von der Karte angeguckt, wo ich die ich in der letzten Folge gemacht habe. Und ich muss mal eben mein Handy ein bisschen drehen. Laut dem müssten wir wieder hier durchgehen. Das Leben ist langsam. Nee, im Gegenteil. Also ich merke nur, dass das Leben viel zu schnell vorbeigeht, weil irgendwie. Ich hätte schwören können, vor 5 Jahren, keine Ahnung, war ich gerade so junge 18 oder so, aber das ist schon ein paar Jährchen her. Und ja, auch irgendwie jeder Tag vergeht so unheimlich schnell. Achso, ich muss hier reinklicken. Ja, ich kann nicht sagen, dass das Leben langsam vergeht. Überhaupt nicht. So, das ist jetzt das mit dem Wasser. Wir sind jetzt hier. Ich vermute, dass wir jetzt hier hin müssen. Da müssten wir an einen der beiden Stellen hinkommen. Moment, wir sind von hier aus zum jetzt. Ach nein, Moment. Da müssten wir da rein, glaube ich. Theoretischerweise. Entweder das oder wir müssen nach links. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da müsste dann eigentlich bald der Raum sein. Also wir sind schon sehr nah. Wir sind schon quasi sozusagen 2 Etagen darüber. Ich bin mir aber nicht richtig sicher, wie ich diese Karte jetzt deuten soll. Das ist zum Beispiel jetzt was völlig anderes. Da komme ich doch auf einer völlig anderen Ebene jetzt aus. Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr, ganz ehrlich. Da gehe ich jetzt noch mal nach da unten. Du darfst mir das jetzt hier gleich erstmal aufheben. Ja, scheiß auf deinen Brocken Kohle. Weil das hat jetzt. Das passt jetzt überhaupt gar nicht mit dem, was wir jetzt eben auf der Karte gesehen haben. Wenn ich jetzt da reingehe. Meine ich nämlich. Dann bin ich wieder in diesem Raum mit dem Wasser. Nein. Och, Leute. Der Raum mit dem Wasser, das könnte der Raum sein. Dann wäre das schon mal richtig. Aber dann ist es völlig unlogisch, wo wir hier aus, also wie die Verbindung ist irgendwie. Also ganz ehrlich, ich verstehe die Karte absolut null. Weil da sind nur kleinere Elemente drin. Das ist jetzt der Raum, der eigentlich 2 Etagen unter uns sein sollte. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Aber hier sind wir, egal wo wir hingehen, wir kommen auf jeden Fall in eine Sackgasse. Heb's auf, genau. Komm. Sind wir in diesen Dreier-Dingen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Kommen wir jetzt da mit dem vielen Wasser aus, wenn wir hier durch die Mitte gehen oder wenn wir durch links gehen? Theoretisch hier in der Mitte, oder? Ja, das ist das Wasser. Kann natürlich sein, dass wir da eins zurückgehen müssten und dann eine andere Tür wählen müssten. Aber ich verstehe diese seltsame, in Anführungszeichen, Karte einfach nicht, weil das viele Einzelteile sind. Das sind zum Beispiel diese Dreier-Dinger.
Das ist logisch, dass ich hier auskomme, aber ich bin jetzt hier in der Mitte zum Beispiel ausgekommen. Das ist sehr unlogisch. Jetzt kommen wir in den Zweierteil rein. Haben wir da nicht vorher auch schon? Bin mir nicht sicher. Hier ist auch Wasser. Aber kommen wir hier runter? Sieht mir nicht danach aus, ne? Wobei das bewegt sich, wenn ich hier rüber gehe. Gerade sagen, ich weiß nicht, was uns hier erwartet, aber es ist leider keine Spitzhacke, schade. Es ist der Himmel, alles ist weiß. Nur ein Narr versucht, das Ende der Unendlichkeit zu erreichen. Ja. Vielleicht sterben wir jetzt, keine Ahnung. Die heilende Ewigkeit. Okay, das war gerade eine Errungenschaft. Cool. Die Zeit scheint in diesen Hallen stillzustehen. Boah, ich glaube, ich würde verrückt werden, wenn ich die ganze Zeit dieses Klatschen hören würde. Die Frage ist, kann ich jetzt hier unendlich viel nach rechts gehen oder ist irgendwann Ende? Man weiß es nicht. Wo bin ich? Achso. Ich dachte, ich bin jetzt doch gestorben. Ah, hier liegt ein Buch. Sehr cool. Hier kann man bestimmt geil Stepptanz üben. So, Junge, wo hältst du jetzt an? Du sollst mir das nicht aufheben. Dieses Buch wird mir zu Hause Gesellschaft leisten. Willkommen, Freund. Jetzt habe ich 5 Bücher zu Hause. Ja, sehr cool. Versucht schon ein bisschen Stepptanz zu machen, habe ich so das Gefühl. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Oder ob sich das halt immer nur wiederholt. Ich meine, das heißt die heilende Ewigkeit. Ich weiß ja nicht, ob ich hier ewig wandern soll oder so. Ach stimmt, die Zeit steht still. Das meinen die wörtlich. Ach, das ist mir gerade erst aufgefallen. Das heißt, ich gehe einfach immer nach hier rein, lock mich aus und dann kann ich die 400 Tage so lang machen, wie ich will. Oh mein Gott. Ich weiß aber halt, wie gesagt, nicht, ob man jetzt hier ewig läuft, ob das jetzt so eine Verarsche ist quasi. Oh, hier ist noch ein Buch. Komm. Ich hoffe, den König stört es nicht, wenn ich eins seiner Bücher ausleihe. 6 Stück haben wir jetzt schon. Okay. Wenn das Ganze zu lange dauert, dann mache ich das einfach auf Schnelldurchlauf. Eigentlich habe ich gedacht, ihr seht dann, oder wollte eigentlich sagen, ihr seht dann ja oben an der Zeit, wie lange ich ungefähr gebraucht habe. Aber wenn die Zeit natürlich still steht hier drin, dann könnte das was problematisch werden. Alter, wie lang ist das hier? Das ist noch ein Buch.
Es ist die Halle der ewigen Bücher oder sowas. Ist aber nicht seine Bibliothek, oder? Dass er die jetzt hier alle einzeln vorfindet. Dieses Buch wird mir zu Hause Gesellschaft leisten. Jetzt haben wir 7 Bücher. Wir machen es einfach so, ich sage zwischendurch gar nichts mehr und ich spule dann die 10 einfach so ein bisschen schneller ab. Ja, in der Hoffnung, dass überhaupt noch irgendwas kommt. Vielleicht finden wir insgesamt 10 Bücher, vielleicht finden wir unendlich viele Bücher, keine Ahnung. Ah, wieder eins. Ich meine, ich finde das gut, dass wir neue Bücher dazu kriegen. Gibt vielleicht auch eine Errungenschaft, wenn man alle gefunden hat oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin ja so ein kleiner Errungenschaftsjäger. Bei den meisten Spielen zumindest. So, jetzt haben wir 8 Stück insgesamt. Ah, und jetzt ist es ein Zettel. Ich mag mich irren, aber diese Hallen scheinen recht endlos. Ja, habe ich mir ja schon gedacht. Aber solange wir immer noch was Neues finden, ist ja alles gut. Das ist jetzt ein Zettel, dass sich jemand was ausgeliehen hat. Dieses Stück Papier wird mir in meinen Kunststudien nützlich sein. Ich frage mich, wo es herkommen mag. 2-mal Papier hat er jetzt. Okay, das ist nur, damit wir zeichnen können. Na gut. Ah, wieder ein Buch. Diesmal eins, was einer schon gelesen hat, so wie es aussieht. Oder die sind irgendwo runtergefallen. Das kann natürlich auch sein. Weil das aufgeschlagen ist. So, 9 Stück haben wir schon. Wir haben einen Teppich. Einen Teppich. Können wir den auch mitnehmen? Oder können wir mit dem irgendwie weiter fliegen oder so vielleicht? Kommen wir damit wieder zurück? Ich weiß es nicht. Fragen über Fragen, auf die wir hoffentlich jetzt eine Antwort finden. Jetzt kommt so der Teppich, bewirkt gar nichts. Nein! Ihr wollt mich doch... Nee, aufheben kann ich ihn. Ein Teppich, er wird mir zu Hause etwas die Füße wärmen. Sehr schön. Das ist eine endlose Halle, in der wir endlos viele Sachen für unser Zimmer sammeln können. Das ist doch cool. Wenn jetzt hier nur eine Spitzhacke liegen würde, das wäre richtig cool. Es macht Spaß, hier zu spazieren, aber ich fürchte, ich werde irgendwann den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Ja, was soll ich sagen? Solange wir immer noch was finden, müssen wir halt weiter gucken, ne? Oh, ich wollte schon fast aufgeben und sagen, lass uns doch mal lieber zurücklaufen. Aber hier ist nochmal ein Blatt Papier. Sehr, sehr geil. Ich dachte schon, das wäre jetzt so ein Hinweis gewesen. Jetzt kommt nichts mehr. Also nicht das Papier, sondern was er gesagt hat eben. 3-mal Papier. Sehr schön. Und wir haben wieder ein Buch. Es müssten jetzt 10 sein mit dem hier. Ja, perfekt. Leider nicht für eine Errungenschaft. Und wieder ein Buch. Ja, es ist halt, solange man noch was findet, läuft man halt immer weiter, ne?
11 Bücher bisher. Oh, was haben wir jetzt? Oh, ich dachte zuerst, das ist ein Ausgang, aber es kann sein, dass wir die Vorhänge eventuell mitnehmen können. Oder den Vorhang. Mal schauen. Es hängt ja auch so wahllos irgendwie hier. Ein Vorhänger passt farblich perfekt zu meinem Sessel. Ja, super. Wir finden hier unsere ganze Ausrüstung. Die Unendlichkeit ist recht überbewertet. Und wieder ein Blatt Papier. Viermal Papier. Wir können dann entsprechend viele Bilder malen. Und wir haben wieder ein verstecktes Papierstück. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob es irgendwo noch ein Ende gibt. Also entweder werden wir hier tatsächlich getrollt, dass das hier endlos lange geht und sich der Raum immer wieder einfach wiederholt und so random ein paar Sachen reinknallt. Das ist jetzt so meine Befürchtung jetzt aktuell. Oder aber, ja, dass er vielleicht irgendwann mal klipp und klar sagt, ich habe keine Lust mehr, lass uns zurückgehen. Und er würde halt noch weitergehen, der Raum. Und wenn man dann versucht, trotzdem weiterzugehen, dann kommt halt, nee, ich will auf gar keinen Fall weitergehen oder sowas. Man weiß es nicht. Und wieder ein Blatt Papier. Das jetzt hier hinter? Ah ja. Sechsmal. Ah, da ist wieder was. Wobei ich zugeben muss, so langsam werde ich etwas genervt. Also ich laufe schon fast eine halbe echte Stunde rum. Jetzt habe ich schon 12 Bücher mittlerweile gesammelt und ich habe das Gefühl, dass es auch immer länger dauert, bis man weiter durchkommt. Und er hat es ja ganz richtig gesagt, man muss den Weg auch wieder zurückgehen. Da habe ich momentan am meisten Angst vor. Deswegen werde ich jetzt noch mal so lange weiterlaufen, bis ja, bis ich ungefähr hoffentlich die Zeit durch habe, so die halbe Stunde höchstens durch habe, mit Schnelldurchlauf natürlich bis zum nächsten Buch. Und ich denke mal, dann werde ich das abbrechen und dann muss ich halt den ganzen Mist noch zurücklaufen. Weil wir wollen ja nicht nur diesen Raum sehen im Spiel, ne? Ja, an dieser Stelle denke ich mal, sollten wir das Ganze tatsächlich abbrechen, weil ich jetzt reale 5 Minuten mittlerweile gelaufen bin. Ich sehe es ja auf meiner Zeitangabe und einfach gar nichts mehr gefunden habe. Vielleicht dauert es einfach nur sehr viel länger. Vielleicht kommt aber tatsächlich nichts mehr. Deswegen würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut, beende die Folge damit und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.
Ja, ich würde sagen, wieder am Eingang von dieser Höhle, wieder am Eingang von dieser Halle, damit ihr halt nach. Wieso läuft der jetzt eigentlich immer weiter? Ich klicke doch gar nichts mehr. Damit ihr dann wirklich nachvollziehen könnt, wie ich den Weg jetzt wieder zurückgenommen habe. Ich habe leider immer noch nicht herausgefunden, wo diese verdammte Spitzhacke ist. Ich hatte ja noch eine leise Hoffnung, dass man die eventuell hier drin finden könnte. Aber ja, die Hoffnung hat sich dann leider auch zerschlagen. Deswegen bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Falls jetzt in den Kommentaren irgendwas geschrieben wird, das ist ja langweilig, dabei zuzusehen, wie man immer umherläuft. Ja, kann ich verstehen, aber wenn man selber läuft und darauf warten muss, dass er von A nach B gelaufen ist und das so langsam macht, wie halt eben jetzt gerade im Hintergrund, das ist noch schlimmer, Leute. Glaubt es mir. Und das meine ich jetzt nicht im negativen Sinn, das ist einfach nur, ah! Also wenn ich da rumlaufen würde oder jemanden beobachten müsste, der die ganze Zeit so langsam da rum am Walken ist wirklich, also der läuft ja noch nicht mal richtig, ich glaube, dann würde ich wahnsinnig werden, wenn ich jetzt ehrlich bin. Deswegen hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann am Ende bzw. am Anfang von der Höhle in der nächsten Folge und schauen mal, was wir auf der anderen Seite noch so finden. Ah, halt, stopp, wir haben hier noch ein Blatt Papier, das nehme ich noch eben schnell mit. Aber dann höre ich trotzdem auf. Also wir sind jetzt hier, ich glaube, reale 25 Minuten oder so nur durch diese Kammer gelaufen. Ich habe den Rest natürlich jetzt so zusammengeschnitten mit Schnelldurchlauf und so weiter. Wir haben jetzt 7 Papier insgesamt und es dauert unheimlich. Es waren jetzt fast 7 Minuten, laut meiner Ansage, 7 oder 8 Minuten, bis ich dieses Blatt Papier jetzt noch bekommen habe. Deswegen. Du sollst dich nicht umdrehen. So. Deswegen sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.